Kunersdorf, ein Teil der friedländischen Güter am Rande des Oderbruchs, weit genug von Berlin, um den politischen Auseinandersetzungen während der napoleonischen Kriege zu entkommen, die für mich als Franzose gefährlich werden konnten. Aber nah genug, um mit meinen Freunden Kontakt halten zu können. Mein Lehrer Lichtenstein hat mich hier bei den Schlossbesitzern untergebracht. Das war der Staatsrat Graf Peter Alexander von Itzenplitz und seine Gattin Henriette Charlotte. Ich durfte hier den ganzen Sommer 1813 verbringen. Um mich als Franzose frei bewegen zu können, übernahm ich für den Grafen einige Arbeiten auf dem Gut. Für mich als Botaniker genau das Richtige. Ich erarbeitete das Verzeichnis der auf den friedländischen Gütern kultivierten Gewächse. Ein Jahr später ist es sogar gedruckt worden. Ein schöner Sommer hier in Kunersdorf. Angenehme Gespräche, sehr kultiviert und gebildet. Hier herrschte ganz der Geist der Aufklärung. Kein Wunder, dass sich auch viele prominente Besucher reinstellten. Die Brüder Humboldt, Fürst Hardenberg, von Stein, auch der König soll einmal hier gewesen sein, Schadow. Ich kriege sie gar nicht mehr alle zusammen. Ein wahrer Musenhof. Das war schon bei der Mutter der Gräfin so und stand immer die Arbeit. Ich konnte mich als Botaniker beweisen, heute nennt man das wohl Praktikum. Der Graf bot mir dafür politisches Asyl und so hat eine Hand die andere gewaschen. So sagt man wohl im Deutschen. Ich bin Franzose in Deutschland und Deutscher in Frankreich. Katholik bei den Protestanten und Protestant bei den Katholiken. Philosoph bei den Gläubigen, Heuchler bei den Männern des Ressentiments, Jakobiner bei den Aristokraten und Mann des Ancien Régime bei den Demokraten. Ich habe nichts, wohin ich gehöre. Ich bin überall fremd. Die Abende konnten aber sehr lang sein. Es gab auf dem Lande Langeweile und Muße genug und so begann ich zu schreiben. 10 Jahre zuvor hatte ich schon ein Musenalmanach herausgebracht. Die meisten Gedichte darin waren von mir. Und ich muss sagen, dass ich damit viel Achtung gewonnen habe. In Kunersdorf schrieb ich nun ein Märchen. Das habe ich einem Freund aus Berlin versprochen. Es war für seine Kinder gedacht. Außerdem konnte ich die Grafenkinder damit erfreuen. Eigentlich habe ich damit mir nur die Zeit vertrieben. Ich hätte nie geglaubt, dass ich damit Weltruhm erlangen würde. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Also Weltliteratur aus Kunersdorf. Von mir. Dafür hat man mir hier immerhin einen Gedenkstein gesetzt. Und eine Chamisso-Linde gibt es auch. Übrigens, ich bin Adalbert von Chamisso. Seitdem sind nun über 200 Jahre vergangen. Beide Schlossbauten in Kunersdorf sind nach 1945 abgerissen worden. Ebenso die frühklassizistische Kirche. Die einzige Erinnerung an den einstigen Musenhof der Frauen von Friedland ist die Villa, die als Dépendance des Schlosses gebaut wurde. Seit 3 Jahren versuchen ein paar Enthusiasten, in den Räumen dieses Hauses einen Gedenkort für die Frauen von Friedland und Adalbert von Chamisso einzurichten. Sogar einen Verein, den Förderverein Kunersdorfer Musenhof, haben wir gegründet. Ein Museum für Adalbert von Chamisso. Erstmalig, das gibt es bisher nirgendwo. Die zukünftigen Museumsräume sind saniert. Alles ist vorbereitet. Die noch leeren Räume müssen gefüllt werden. Ihnen muss Leben eingehaucht werden. Nun geht uns die Puste aus. Oder anders? Das Geldsäckel leert sich. Uns fehlt Peter Schlemihls Fortunato Glückssäckel. Aber dafür unseren Schatten, sprich unsere Seele verkaufen? Nein, niemals. Deshalb zählen wir auf euch da draußen. Jede kleine und große Spende ist willkommen. Wir brauchen Ihre Unterstützung, damit das Museum im Frühjahr 2019 eröffnet werden kann. Bitte informieren Sie Ihre Freunde und Bekannten über unser Projekt und legen Sie ein Wort für uns ein. Helfen Sie uns, ein museales Kleinod im Oderbruch auszubauen und zu erhalten.